Der Ukraine-Krieg hat die Energiewende in Deutschland neu entfacht. Bis 2045 soll die Bundesrepublik klimaneutral sein. Bereits 2030 muss der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bei 80% liegen. Das von Wirtschaftsminister Habeck angekündigte Wind-an-Land-Gesetz soll dafür ausreichend Flächen zur Verfügung stellen. Doch in manchen Bundesländern gibt es noch Hürden, vor allem in Bayern. Einer der Gründe dafür ist die sogenannte 10H-Regel, die besagt, dass der Abstand eines solchen Windrades zur nächsten Wohnsiedlung mindestens das Zehnfache seiner Höhe sein muss. Allgemein anerkannt wird, dass der Bedarf an erneuerbarer Energie und der Bedarf an solchen Windlagen enorm groß ist. Es scheint also, dass hier zu dem Thema Windkraft das letzte Wort in Bayern noch nicht gesprochen ist.